Servus Leute, zurück zu Magic 2015. Ich habe mich geirrt beim letzten Mal. Das war nicht der letzte Gegner bei Ravnica. Das war nicht der sozusagen Bossgegner, wenn man Ravnica erkundet. Nämlich sie ist es, der Hauptcharakter von unserem Magic 2014er Spiel. Chandra Nalar. Die jähzornige Planeswalkerin Chandra Nalar nimmt deine Unterbrechung äußerst ungnädig auf. Besänftige sie, wenn du kannst. Sie spielt mit dem Feuer. Ja, ich habe auch nur Feuer. Wie löscht man Feuer am besten? Indem man Feuer anzündet. Naja, so kann man einen Waldbrand löschen, indem man ja um den Waldbrand herum alles abfackelt. Falls er sich dann ausbreitet, findet er nichts mehr zum Anfackeln. So, mit dieser Hand kann ich gar nichts machen. Mit der Hand... Ja, theoretisch. Chandra darf anfangen. Unfair. Sie hat ein rotes, starkes Deck. Ich weiß nicht, was sie spielt. Burn? Drachen? Eine Mischung aus Burn und Drachen? Goblins? Junger Pyromagier. Immer mit deinen spontanen Extra-Wegs bringen. Ich fürchte, sie spielt wirklich Burn. Das werden wir jetzt sofort sehen. Da hätte ich gerne die Karte Groll der Götter jetzt. Ah, die wäre nicht schlecht. Und ein rotes Mana, um sie auszuspielen. Der ist gar nicht mal so schlecht in dem Burn-Deck, der junge Pyromagier. Ah, ich würde den Teufel tun und blocken. Toll. Das ist eine Verzauberung zum Glück. Ich kann ihn leider nicht treffen. Naja. Der kann nicht durch so eine Karte vernichtet werden. Da braucht sie schon einen stärkeren Zauber. Einen stärkeren Burn-Zauber. Acht Ressourcen. Und er kann mir 5 Schaden schießen. Nice. Wenn man ins Late Game kommt, warum nicht? Naja. Warum nicht? Versuche ich einfach mein Glück. Ich greife an. Blockst du oder blockst du nicht? Das ist perfekt. Besser konnte es nicht kommen. Dann werde ich auch gleich den Goblin ausspielen. Schaden tut's nicht. So, Chandra, hast du noch mehr? Nochmal so einen. Ja. Mit dem kann ich komplett überleben. Der ist mir sowas schon von Schnurzpiep egal. Saloppe Erbe. Oder Bodenangriff, dann kämpft. Nein, den Erben ausspielen. Meine 2-3 kann angreifen. Entweder sie blockt oder nicht. Wie scheint, nicht. 2 Schaden für dich, Schätzchen. Wenn du mich angreifst, das werde ich nicht verhindern. Du hast doch anderes. Was ist das? Wenn dieser Spieler 2 oder weniger Karten auf der Hand hat. 2 oder weniger Handkarten. Na okay. Das sind lauter Kreaturen, die mir schaden, wie es scheint. Hm.
So, dann kommt wieder der Überraschungseffekt. Titanisches Wachstum. Schwupp, und schon ist das kein Problem mehr, was der da hat. Der ist ja sie, Chandra, die heiße Schönheit. Habe ich kein Problem mit, wenn du mich angreifst. Ein rotes Mana wäre echt sehr geil. Falls jedes deiner Gegner dieser Spieler zwei oder weniger... Ja, das ist ja die schlimmere Variante der Karte von gerade eben. Ein rotes Mana? Das ist kein rotes Mana, tut mir leid. Aber es ist eine ausgezeichnete Karte, die mir in dem Moment reicht. Für einen Bodenangriff. So. Kann ich sogar mit allen angreifen. Und mein Vampir wird stärker. Endlich! 3-3 ist schon gefährlicher. Besonders wenn Chandra diese hässlichen kleinen Siegel dann nutzt. Da sie bloß 2 Schaden damit machen kann, ist es kein Problem. Wenn er 3 Leben hat. Wieder so ein Pollenfeuer-Viech. Rot? Das ist kein rotes Mana. Siegt. Ja, das ist ganz gut jetzt in meiner Situation. Das könnte es beschleunigen, dass ich endlich hier. Rotes Mana bekomme. Der wird wahrscheinlich gerade 3 blocken. Ja. Aber jetzt überlebt sie auch. Das... Darauf hoffe ich... Auf den? Okay. Ja. Oh, macht Sinn. Könnte ja +3/+3 anderen Kreaturen geben, wenn ich das Mana habe. Das macht schon irgendwo Sinn. Das ist so ärgerlich. Wobei, gar nicht mal. Tja, dann machen wir es für ihn unerträglich. Und zwar 4 Schaden für sein Gesicht. Er kann die 3-3 blocken, aber dann kommt die 4-1 durch. Haha, ich hab's mir gedacht. Dadurch ist nämlich der Vampir jetzt aus der Reichweite von noch einem so sengenden Speer. 3 Schaden verursachen ist schon schwierig. Oder hat Chandra ein Problem? Geht wahrscheinlich auf den, ja. Macht Sinn. Einziges Problem ist, dadurch wird der Vampir noch stärker. Und wenn ich jetzt... Oh, nein, der Kopf gibt... Warte, das klappt. Das reicht auch. Ich muss bloß aufpassen... Naja, ich nehme einfach 2 Gebirge. Und wenn ich das Gebirge ausspiele, dann kann ich den Blitz des Kyranos ausspielen. Auf einen Spieler, nämlich sie. Ja. Und jetzt kann mein Vampir sie auszütscheln, an ihrem hübschen Hals knabbern. Oh ja. Chandra's down! Damit ist Ravnica durch! Nein, der Endboss Jace fehlt noch. Der da, genau. Ist zu Staub. Aber die Erkundenmissionen sind durch. Wir haben alle Gegner gesehen. Das ist ganz nice. +1/+0, Erstschlag und Lebensverknüpfung. Armschiene des Illusionisten. Eine Ausrüstung, wenn eine Fähigkeit aktiviert wird und falls es keine Mana-Fähigkeit ist, kopiere diese Fähigkeit. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Nützlich. Nochmal der Goblin. Und 2-mal der Marmodigen. Eine alte Standardkarte in diesem Spiel. Die gab's schon
vor bestimmt 10 Jahren. 5-6 fliegend für 6 Mana. Normalerweise eigentlich nicht spielbar, aber in diesem Duels of the Plains Book ist es eine Überlegung wert. Eine 5-6 mit fliegend ist ja schon ziemlich mächtig. Na gut, damit ist Ravnica durch und das nächste Mal werden wir jetzt aber jetzt wirklich Jace bekämpfen. Vielen Dank fürs Zusehen, Like nicht vergessen, ciao, bis zum nächsten Mal.